Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. In der Nacht von Freitag auf Samstag, wie immer eine freie Themennacht und wie immer seid ihr herzlich eingeladen und willkommen hier bei uns. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch wie auch immer zu welchem Thema 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Anna und Anna ist 40 Jahre alt. Hallo Anna. Ja, guten Abend. Ja, hallo, guten Abend. Weswegen rufst du mich an? Ja, letzte Woche haben Sie mit meinen zwei Töchtern telefoniert. Mit Laura und Lara. Ja, letzte Woche Freitag. Das waren zwei sehr, sehr nette Mädels. Zwillinge, soweit ich mich erinnere, 14 Jahre alt. Ganz genau. Und wir duzen uns. Ich duze dich, dann kannst du mich auch duzen. Okay. Das machen wir hier so. Die haben in der Tat mit mir telefoniert und haben über ihre Mama gesprochen. Das heißt über dich. Richtig. Und da haben wir ganz lange geredet und dann habe ich irgendwann gesagt, Mensch, versuch doch mal, ob die Mama nicht persönlich mit mir sprechen möchte. Und nun ist ja die Mama da. Das finde ich ja großartig. Das finde ich ja super. Ja. Anna, der Hintergrund ist, erzählst du am besten selbst. Du hast im Moment große Probleme, große Lebensprobleme. Ja, schon. Also meine Mädchen leiden sehr unter der Trennung von meinem Mann. Ja, ihr habt euch also getrennt. Ja. Von einem halben Jahr. Von einem halben Jahr, so war es, ja. Richtig. Und nur haben mir die Mädels erzählt, deine beiden netten Mädchen, dass die Mama so zu Depressionen neigt und auch mal ein bisschen Alkohol trinkt. Ist das so? Manchmal ja. Mhm. Ja. Ist in manchen Momenten einfach, macht vieles leichter. Ja. Wobei es ja nur immer eine, es ist ja eigentlich keine Lösung, ne? Es ist ja nur ein kurzfristiges Betäuben und davon absehen, was einen so bedrückt. Richtig, aber momentan ist es halt einfach so, nach 20 Jahren Ehe steht man plötzlich mit drei Kindern alleine da. Hm. Es gibt noch ein Kind, wie alt ist das? 8. 8 Jahre alt. Hm. Ja. Magst du mir ein bisschen was über die Trennung erzählen? Also ihr wart so lange miteinander zusammen. Wie ist es zu der Trennung gekommen? Ja, mein Mann hat mir eröffnet, dass er halt eine Freundin hat. Hm. Schon länger? Ja, wohl schon seit ein paar Monaten. Ja. Was ich natürlich nicht so ganz toll fand. Klar. Was mich aber bei weitem mehr gekränkt hat, ist, dass die gute Frau gerade 25 ist. Und dein ehemaliger Mann oder dein Ex-Mann ist wie alt? 48. 48. Hm. Ja. Ja, da hat man natürlich das Gefühl, er nimmt, ich bin ihm zu alt. Ja, man wird ausgetauscht. Man wird ausgemustert irgendwie. Und nicht nur ich, sondern halt auch die Kinder. War das denn gleich klar, dass ihr euch dann trennen würdet? Hat er das so dir auch nahegelegt? Nein, er hätte es gern zweigleisig weiterlaufen lassen. Hat er das eigentlich zugegeben oder bist du ihm irgendwie auf die Schliche gekommen? Nein, er hat es mir irgendwann mal ganz offen gesagt. Mhm. Eben halt, weil er halt gerne noch ein viertes Kind hätte, aber eben nicht mit mir. Aha. Und da sucht er sich eine junge Frau. Und ja. Da wurde dann mal komplett alles ausgetauscht. Ich habe da nun nicht so drauf reagiert, wie er das gerne gehabt hätte. Ja. Und daraufhin ist er gegangen. Vor 6,5 Monaten und hat sich seither auch nicht mehr gemeldet. Der hat sich ja auch gar nicht mehr gemeldet. Ja, einmal gab es noch einen Telefonanruf, wir sollen uns keine Sorgen machen, aber er braucht jetzt Zeit, um sich eine neue Familie aufzubauen. Das heißt, er hat sich auch nicht um seine Kinder, um seine drei Kinder bisher gekümmert? Nein. Das ist schon heftig, ne? Also wenn eine Ehe kaputt geht, okay, das passiert. Wenn zwei Menschen nicht mehr miteinander können. Aber dann die Kinder fallen zu lassen, das finde ich besonders, besonders verwerflich, muss ich sagen. Ja, ich auch. Wie war denn eure Ehe so die letzten Jahre deiner, wie du es empfunden hast? Es ist eigentlich wie überall. Man hat sich halt verstanden, man hat nebeneinander hergelebt. Also, nebeneinander herleben klingt ja schon so ein bisschen kritisch und schlecht.
ja, wir sind nun auch sehr jung zusammengekommen, haben sehr früh geheiratet und da bleibt das meiner Meinung nach einfach irgendwann auch nicht mehr aus. Ja. Man entwickelt sich in den Jahren doch anders, als man damit mit 20 rechnet, ne? Klar, klar. Ist er dein erster Mann gewesen? Ja. Dein erster Mann. Also wirklich nicht nur dein erster Ehemann, sondern wirklich auch das war deine erste Beziehung und mit dem bist du gleich zusammengeblieben. Richtig. So. Mh. Habt ihr in den letzten Zeiten oft gestritten? Nein, gar nicht. Er war wenig zu Hause. Ja. Ich hatte mit den Kindern genug. Ja. Da blieb für sowas dann auch keine Zeit mehr. Ja. Das heißt, so in puncto Sexualität ist auch nicht mehr viel gelaufen? Nein, gar nicht mehr. Wie, wenn du so ganz ehrlich in dich hineinguckst, wie waren denn deine Gefühle so in den letzten Jahren deinem Mann gegenüber? Mir ist bewusst, dass ich einfach von meinem Mann abhängig bin. Aha, da ist also ein wirkliches Liebesgefühl ist auch nicht mehr da. Nein, es ist eine Abhängigkeit. Umso schmerzlicher ist das natürlich, wenn der Partner dann so radikal sich von dir wegentwickelt, wegdreht. Ja, weil die Dinge, für die man ihn gebraucht hat, die werden jetzt halt nicht mehr erledigt. Ne? Aber weißt du, Anna, in jedem Unglück steckt ja oftmals auch eine gute Seite. Nicht immer, aber manchmal oder oft sogar. Wenn du so sagst, dass du von dem abhängig warst, klingt das ja negativ. Das ist ja keine gute Aussage. Ja. Eigentlich hätte dir ja gar nichts Besseres passieren können, als dass die Sache jetzt beendet wird. Wenn das im Moment und in der ersten Zeit für dich auch unglaublich schmerzlich ist, so birgt es doch die Chance, dass du auch nochmal, du bist ja erst 40 Jahre alt, Mensch, dass du nochmal einen Neuanfang machen kannst. Ja, im Normalfall würde ich das vielleicht auch so sehen. Aber dazu muss ich einfach sagen, ich bin gesundheitlich halt nicht ganz fit, wie ich vielleicht in meinem Alter sein sollte. Also meinst du jetzt seelisch gesundheitlich oder auch körperlich gesundheitlich? Nein, mir wurde vor 3 Jahren ein Mama-CA entfernt, wo sich jetzt ein neues gebildet hat. Also ein Karzinom, ein Krebs? Richtig. In der Brust? Ja. Und da hat sich jetzt etwas Neues gebildet? Richtig. Und es ist einfach dann diese Summierung. Das verstehe ich. Das heißt, da ist einmal der Schmerz, der Mann ist weg, da ist die Wut auch, dass er euch alle alleine lässt und dann auch noch die Sorge um die eigene Gesundheit. Richtig. Jetzt haben mir deine Kinder erzählt, dass du dich oft auch so einschließt und die Mädels einen Haushalt alleine machen müssen. Ist das so? Sie müssen auch was machen, sicher. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie den kompletten Haushalt schmeißen. Also sie sind ja nun morgen in der Schule, morgens in der Schule. Da ist dann auch jemand da, der was macht. Ich kann es momentan nicht. Und dass sie dann mittags oder abends auch mal was machen müssen, das bleibt momentan einfach nicht aus. Ja. Und dass sie es nicht wollen, ist mir auch bewusst. Ja, wobei, ich glaube, darum ging es den beiden gar nicht. Mich hat das schon sehr berührt letzte Woche, als die beiden gesprochen haben. Das ging nicht darum, dass die gejammert haben, hier, wir müssen zu viel machen, sondern die haben sich ernsthaft Sorgen um ihre Mutter gemacht. Ja. Und mit 14 Jahren steht man natürlich da und ist hilflos und weiß gar nicht, was man tun soll, was man raten soll. Das kann man ja auch nachvollziehen. Na sicher. Wie ist es denn jetzt bei dir? Hast du denn schon irgendwelche Sachen eingeleitet, dass dir geholfen wird? Warst du beim Psychologen, beim Psychiater? Nein. Warum nicht, Anna? Weil es mir momentan einfach zu viel werden würde. Wenn da jetzt noch jemand kommt und da anfängt, irgendwas hochzuholen und kann ich im Moment einfach nicht. Ich brauche es momentan einfach nicht. Wobei natürlich die Gefahr besteht, wenn man sich zu lange so in dem Leid, sage ich mal, treiben lässt, dass man immer mehr versinkt im Leid, in der Traurigkeit, dass man immer mehr gefangen genommen wird. Vor allen Dingen, wenn man so depressive Phasen hat und wenn du sagst, mit dem Alkohol, das erleichtert dir vieles, ist das natürlich auch eine Gratwanderung und du gehst auf dünnem Eis. Die Gefahr, dass das dann zur Gewohnheit wird und dass da daraus dann noch größere Probleme resultieren, die ist einfach groß. Natürlich. Ich nehme ja sehr ernst, das muss ich jetzt nochmal sagen, finde das ganz toll, dass du dich hier bei mir meldest. Immerhin ist das ja auch ein Gespräch über deine ganz intime Situation im Moment. Und ich würde dir wirklich so gerne raten und ich rate dir auch so sehr inständig jetzt,
dass du vielleicht doch nochmal darüber nachdenken solltest, dir Hilfe zu holen. Hm. Bei einer Fernüberlegung ist es wert, ne? Ja, klar. Bei einem Menschen deines Vertrauens, mit dem du wirklich erstmal ganz unverbindlich sprichst und wo sich dann auch eine Beziehung aufbaut. Hm. Das musst du für dich tun. Und das musst du für deine Kinder tun. Du hast drei tolle Kinder. Und wenn der Typ schon so beschissen sich verhält und seine Kinder alleine lässt, dann bist du ja die Hauptbezugsperson. Mhm. Und aber nicht nur wegen der Kinder, sondern auch wegen dir. Du bist, wenn sich da mit der Krankheit jetzt auch noch was entwickelt hat, musst du ja seelisch ein bisschen stabil sein. Das wissen wir ja alle, dass wer seelisch schlecht drauf ist, da brechen auch eher die Krankheiten aus und durch. Mhm. Ja, klar. Und wie gesagt, du bist erst 40 Jahre alt. Wir wollen hoffen, dass du bald über diesen schlimmen Schmerz hinwegkommst und du auch nochmal nach vorne guckst und auch nochmal ganz andere Zeiten kommen. Vielleicht auch irgendwann nochmal eine Liebe. Da müssen wir jetzt noch nicht drüber spekulieren, das ist noch so weit weg. Aber die Chance ist einfach da, objektiv gesehen. Na sicher. Ja. Anna, ich habe hier im Hintergrund immer einen Psychologen dabei. Ja. Jetzt möchte ich gerne, ich biete es dir an, dass du jetzt im Anschluss an unser Gespräch alleine mit dem Psychologen, ohne Sender, ohne Radio, ohne Fernsehen, mit ihm dich noch ein bisschen unterhältst. Und er kann dir ja vielleicht noch ein paar Ratschläge geben, wohin du dich wendest und was du eventuell tun könntest. Und dann ist es sowieso deine Entscheidung, was du machst. Ja, okay. Ich finde es ganz toll. Wo ich deine beiden netten Mädels kennengelernt habe, würde es mich freuen, wenn da so ein bisschen was in die Gänge käme und dass du dir Hilfe suchst. Mhm. Liebe Anna, dann leg du bitte auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an und dann könnt ihr reden und ich wünsche dir von Herzen alles Gute und viel Kraft. Ja, ich bedanke mich. Okay, tschüss. 0800 220 50 50, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer oder mailt mir unter domian@wdr.de plus eure Telefonnummer, damit wir euch natürlich dann auch rasch zurückrufen können. Hier ist Oliver und Oliver ist 40 Jahre alt. Hallo ja. Oliver. Hallo Domian. Guten Morgen. Weswegen rufst du mich an? Ich wollte eigentlich gestern schon anrufen, da war ein Thema ja Schmerzen. Ja. Und man hätte ja auch unter anderem zu dem Thema seelische Schmerzen was sagen können. Natürlich, ja. Ich habe große seelische Schmerzen. Mhm. Das ist ein Liebeskummer, den ich habe. Mhm. Und also meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht. Ja, wann hat sie Schluss gemacht? Im Februar haben wir uns erstmal räumlich getrennt. Ja. Und wie lange wart ihr vorher zusammen? 2,5 Jahre, sehr intensiv. Und auch zusammen gewohnt dann? Quasi, ich habe bei ihr ich habe bei ihr gewohnt, ja. Ja. Der Haken der Sache war halt, dass sie mir von Anfang an, als wir uns schon kennengelernt hatten, von einem anderen Mann erzählt hat, der noch in ihrem Herzen ist. Eine ehemalige Liebe? Eine ehemalige Liebe, mit der sie auch mal kurzzeitig zusammen war. Mhm. Und der ist dann ab und zu mal aufgetaucht, sei es per SMS oder Anruf oder wie auch immer. Und sie hat sich da mit ihm getroffen, um abzuchecken, ob da was zu machen ist. Ob da was zu machen ist, während ihr zusammen wart? Ja, hatten wir Schluss, während er sich meldete und mal nicht. Also es war immer unterschiedlich. Mhm. Das ist so dreimal passiert in den 2,5 Jahren. Mhm. Und sie sagte, sie hätte halt immer besondere Gefühle für ihn gehabt und er hat damals die Beziehung beendet. Ich muss nochmal fragen, wie lange waren die denn damals? 6 Wochen. Ach Gott, das war ja gar nichts. Nee, eigentlich nicht, aber vielleicht hat sie es so unausgefüllt gelassen, weil er Schluss gemacht hat. Vielleicht. Sie eigentlich ohne Erklärung hat zurückgelassen. Ja. So, jetzt... Dann hatten die immer wieder mal Kontakt miteinander, während ihr in einer Beziehung wart. Ja. Wir waren auch mal nicht in der Beziehung, wir hatten auch mal Schluss und Streit und dann hat sie sich wieder mit ihm getroffen. Aber letzten Endes sind wir jedes Mal wieder zusammengekommen, weil er den Sack auch nicht zugemacht hat. Also er hat sich mit ihr getroffen, hat gesagt, große Liebe hin und her und hat aber jetzt nicht sich wieder gemeldet. Und dann habe ich sie halt beknetet und habe gesagt, komm, wir schaffen das. Ja. Und dann waren wir wieder zusammen. Ja. War denn dieser Mann jetzt auch der Grund, weswegen es nur im Februar auseinandergegangen ist? Für mich ein Stück weit schon, weil es hat für mich, war es immer ein großer Schmerz, dass sie sich mit ihm getroffen hat. Weil ich habe immer geglaubt, wir wären irgendwie auch wirklich zwischen uns wäre was Großes. Ja. Wer hat den Schluss gemacht im Februar, du oder sie? Sie, ja. Mit welcher Begründung? Ja, dass sie keine Zukunft mehr mit mir sieht. Und das hat sie halt damit begründet, ich habe mich natürlich auch... Dass sie keine Zukunft mit dir sieht, das ist natürlich ein schlimmer Satz. Ja. Das heißt ja im Klartext,
mein Herz gehört nicht mehr dir und in meinem Herz empfinde ich nicht mehr so viel für dich. Richtig, ja. Ist sie denn jetzt mit diesem, mit dem? Ja. Mit dem ist sie zusammen? Ja. Mit dem ist sie jetzt zusammen. Das klingt schlecht. Schmerzhaft. Mhm. Ja, es zieht noch weitere Kreise. Es ist eigentlich noch viel schlimmer. Ich habe mich also auch sexuell sehr von ihr zurückgezogen, weil ich mich halt verletzt gefühlt habe. Mhm. Also ich habe sehr wenig Zärtlichkeit zugelassen, weil ich auch nicht wusste, wie ich jetzt mit einer Frau schlafen und umgehen soll, die vielleicht einen anderen Mann lebt. Mhm. Denn sie hat mir oft genug gezeigt, dass sie da immer anfällig für ist, wenn der irgendwie erscheint. Mhm. Und ich wusste halt nicht, damit umzugehen. Mhm. Und so. Ich brauchte einfach Zeit, um dass meine Wunden heilen. Ja. Aber die Zeit ist nicht jetzt, gut. Ja, jetzt reden wir über Vorkommnisse noch vor eurer Trennung. Das ist ja eigentlich schon Schnee von gestern. Ja, das sagen wir mal, das sind die Gründe, die sie mir vorgeworfen hat. Zum Beispiel, dass du sexuell zu zurückhaltend gewesen sein solltest. Sehr zurückhaltend, ja. Und ich denke, Zärtlichkeit und Erotik können zwei Menschen auch wieder miteinander verbinden, wenn man sich sehr nah ist da. Ja, wenn man sich auch nah sein will. Aber offensichtlich will sie das ja nicht oder nicht mehr. Ja, jetzt will sie es nicht mehr. Wie oft habt ihr euch denn jetzt seit dem Februar nochmal gesehen? Ja, ich bin mittlerweile ein verurteilter Stalker. Du bist ein verurteilter Stalker? Ja. Das heißt, du lauerst dieser Frau auf? Ja, wobei dieses Wort Stalker ist natürlich sehr groß. Ich lauere ihr also nicht minütlich, also stündlich. Du belästigst sie. Wir müssen das immer wieder, das ist so ein blödes englisches Wort, das kennen noch gar nicht alle Leute richtig. Also du belästigst diese Frau. Ja. So, dass die Polizei sich schon mit dir beschäftigt hat. Ja. Und du verurteilt worden bist, so schnell, innerhalb dieser paar Monate? Ja. Was heißt, zu was bist du verurteilt worden? Ich habe aber eine einzige Verfügung gehabt. Das hieß 20 Meter nicht nähern, keine SMS, keine Briefe, keine Telefonanrufe. Ja. Ich habe sie natürlich auch terrorisiert, das geht nicht mehr. Es ging jetzt nicht darum, sie mit diesem Typ auseinanderzubringen, sondern ich wollte einfach nur noch mal mit ihr reden. Ich wollte einfach verstehen, warum das passiert ist. Sie sagt, es ist alles gesagt. Mhm. Aber ich wollte einfach nochmal ganz in Ruhe und wenn es dann auch mehrere Male gewesen wäre, mit ihr reden. Aber komm, jetzt sind aber alle Sympathien auf der Seite der Frau, ist ja klar. Wenn das die, ist halt, ne? Auf soziales Unverständnis stößt man da immer, das habe ich schon gemerkt. Ja, was heißt soziales Unverständnis? Wenn die Frau gesagt hat, ist es alles gesagt, dann ist alles gesagt. Auch wenn man das selbst überhaupt nicht so sieht und selbst wenn einen das so sehr schmerzt. Aber lass uns reden, wie es jetzt ganz aktuell im Moment ist. Stellst du ihr immer noch nach? Also ich habe vieles eingeschränkt. Ich rufe sie nicht mehr auf der Arbeit an, ich rufe sie nicht mehr zu Hause an. Sag mir nicht, was du nicht tust, sag mir, was du tust. Ja, ich schreibe noch Briefe. Du schreibst noch Briefe? Ja. Bist du des Wahnsinns? Bist du des Wahnsinns, Oliver? Warum? Weil das komplett sinnlos ist, was du machst. Ja. Also erstmal ist es natürlich ein Unding, weil du ihren Willen nicht respektierst. Aber zudem, auch so ganz objektiv gesehen, machst du durch diese ganzen Aktionen, hast du alles das kaputt gemacht, was eventuell noch da gewesen ist. Du erreichst damit null etwas. Du erreichst nur Zorn. Ja, und du bist ein 40-jähriger Kerlmensch. Ja, da musst du dich doch so irgendwann so am Riemen reißen und auch sagen, okay, es ist so, wie es ist. Ja, das muss ich so hinnehmen. Ich hätte es mir selbst auch ganz anders gewünscht und ich hätte von mir selbst nie gedacht, dass ich zu sowas in der Lage bin. Also ich habe es von mir selbst nicht erwartet. Okay, dann ist es jetzt passiert. Dann wollen wir auch gar nicht in Wunden wühlen. Aber dann lass uns über die aktuelle Lage jetzt, über die Gegenwart reden. Ja. Dann unterlasse sofort dieses Briefeschreiben. Ja. Du hast schon 1000 Fehler gemacht. Mache jetzt keinen einzigen Fehler mehr. Ja. Geh zurück. Halt den Mund, schreibe nicht, keine SMS, keine Briefe, gar nichts. Die Frau hast du verloren. Ausrufungszeichen. Ja. Diesen Satz solltest du dir fett irgendwo in deiner Wohnung auf. Das ist mir völlig klar, dass ich sie verloren habe. Und darum geht es mir ja gar nicht. Ich will sie auch gar nicht zurückhaben. Um was geht's hier denn noch? Es geht mir einfach ums Verstehen, ums bessere Verstehen, warum sie mir vielleicht 2,5 Jahre lang vielleicht etwas vorgemacht hat oder nicht eingesehen hat, dass dieser Typ sie ja auch andauernd verletzt hat. Okay, Oliver, das kann ich auch noch verstehen, dass du verstehen willst. Aber manchmal... Ich will diese Frau gar nicht schönreden. Die wird auch ihre Fehler gemacht haben. Also nicht, dass du mich missverstehst. Das kann sein, dass die wirklich gravierende Fehler gemacht hat. Aber das darf nicht der Grund dafür sein, dass du noch schlimmere Fehler machst.
Ja, ich will ja auch ihr Leben nicht zerstören, um Gottes Willen. Ja, du zerstörst dich ja auch damit. Wenn man so etwas macht, ist man ja selbst genauso davon besessen, wie der andere auch leiden muss. Ja. Mach einfach einen Strich drunter, dann kannst du es halt nicht verstehen. Punkt aus. Ja, es ist... Dann bilde dir eine schlechte Meinung über diese Frau und... Ja, das geht leider nicht. Ja, okay. Das habe ich schon versucht, aber das geht nicht. Ja. Es kommt noch dazu, sie wohnt sehr, sehr nah bei mir. Mhm. Unglaublich nah. Mhm. Ich sehe sie ab und zu in der Disco. Ich hoffe natürlich, eigentlich möchte ich ihr nicht über den Weg laufen, weil ich würde gerne auch alleine in dieser Disco sein, ohne sie zu sehen, um vielleicht was Neues anzufangen. Dann gehst du einfach nicht in diese Diskothek. Dann versuche, ja, ja. Dann versuche sie einfach zu meiden. Ja, also eigentlich... Ich könnte mir vorstellen, so wie du drauf bist, dass du schon auch latent so ein bisschen hoffst, sie zu treffen. Nee, eigentlich nicht. Also es tut mir eigentlich nur weh, wenn ich sie sehe. Okay. Weil ich muss ja auch befürchten, dass ich sie mit diesem Mann sehe. Und das ist wirklich ganz, ganz schrecklich für mich. Ja, aber dann musst du das auch lernen. Und vielleicht ist das gar nicht so schlecht, das ist eine Konfrontationstherapie. Und wenn, wenn du sie 10-mal mit ihm gesehen hast, dann hast du es kapiert. Du benimmst dich wirklich wie ein Spätpuppe... Was? Kapiert habe ich es. Also kapiert, dass ich sie nicht wiederkriege, habe ich es einfach. Ne? Mhm. Aber ich kann einfach auch, ich kann mir erstens nicht das Herz rausreißen und ich kann zweitens einfach nicht, Sehnsucht ist halt... Doch, manchmal muss man Sehnsucht auch unterdrücken. Das ist nun mal so. Was willst du denn machen? Was willst du denn machen? Das gehört eben dazu, dass man Dinge, ob es ein körperlicher Schmerz ist, das haben wir gestern oft gehört, den man vielleicht unter Umständen, wenn man sehr schwach krank ist, akzeptieren muss und eben auch so ein seelischer Schmerz aus Liebesdingen. Da gibt es keine Rettung. Da gibt es nur die einzige Rettung, dass man loslässt. Und du kannst nicht loslassen. Du klammerst da wie ein Klammeraffe an dieser Geschichte und machst dich selbst wirklich lächerlich damit. Ja, das auf jeden Fall, ja. Also lange Rede, kurzer Sinn, Oliver. Die einzige kluge Verhaltensweise, die du jetzt an den Tag legen musst, ist gar nichts machen in Sachen dieser Frau. Und jetzt will ich kein Aber hören oder sowas. Das musst du einfach schaffen. Du hast dich jetzt schon so in die Tinte reingeritten. Ja, ja, es laufen auch mittlerweile Strafanträge. Ja, wie peinlich, wie furchtbar. Ja, mir ist es selber peinlich, wie gesagt. So, nee, sagen wir nichts mehr. Es ist alles gesagt, was man dazu sagen kann. Du hältst jetzt die Finger bei dir und machst das mit dir aus. Und wenn du zu Hause sitzt und heulst vor Schmerz und Verzweiflung, das musst du aushalten. So, und das wird sich dann nach einer gewissen Zeit, wird sich das schon beruhigen. Also ich habe den Eindruck, die letzten 5 Monate ist es eigentlich nur schlimmer geworden. Ja, ja, weil du aber auch nichts dagegen unternommen hast. Und du hast dich ja selbst durch dein Verhalten dann noch weiter reingeschraubt. Mhm. Du bist ja nicht auf Distanz gegangen. Ich habe alles gesagt, was ich sagen kann, Oliver. Mhm. Viel Erfolg und viel Kraft. Ja, gut, danke schon. Tschüss. Ciao. Otto ist hier. Otto ist 29. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, hallo Otto. Um was geht's hallo. Bei dir? Ja, ich bin esssüchtig. Du bist echt... Jetzt piept es, das heißt, da ist irgendein Akku leer oder so? Ein Akku leer würde ich nicht sagen, beziehungsweise ich... Meine Erfahrung lehrt mich, dass es gleich wieder piepst und dann nervt es. Kannst du irgendwas machen? Eigentlich nicht, nein. Gut, dann versuchen wir es mal. Vielleicht kommen wir über die Runden. Jetzt besser? Nein, da war's wieder. Gut. Ja, weiß ich auch nicht, was das ist. Also, mein Problem ist, dass ich zu viel esse. Mhm. Schon seit meinem 10. Lebensjahr. Wie schwer bist du denn? Ich wiege 257 Kilogramm. 257 Kilo? Richtig. Wow, das ist natürlich nicht schlecht. Ja, das kann man sehen, wie man will. Wie groß? Ich bin 1,87 Meter. Ich bin eigentlich relativ groß. Ja, da musst du ja Unmengen vertilgen. Eigentlich schon, ja. Das Problem ist, meine Mutter, die ist Konditorin und mein Vater ist Imbissbesitzer. Mhm. So, und ich muss bei beiden Elternteilen nach der Schule, muss ich da im Imbiss bzw. in der Konditorei aushelfen. Mhm. So, und da kommt man natürlich in den Genuss, natürlich etwas zu probieren. Ja gut, oder es gibt ja auch viele Konditoren, die nicht so dick sind, sondern spindeldürr sind. Hör mal, Otto, das nervt mich ein bisschen mit dem Piepsen. Was ist es? Weißt du, was los ist? Können wir dich nochmal neu anwählen? Das könnt ihr machen, aber ich weiß nicht, was das ist. Das muss eigentlich dein Akku sein, der jetzt gleich leer geht. Hörst ich du schaue da, hörst ganz schnell nach. Kleinen Moment. Ja. Müsste jetzt besser sein. Gut. 257 Kilo.
Ja. 1,87 Meter groß. Richtig. Und du isst sehr viel Süßes, weil in der Familie eine Konditorei ist? Das ist auch richtig, ja. Was isst du sonst noch so in Mengen? Also, was ich gerne mag, sind Kokosmakronen, Pommes, Currywurst und ja, alles das, was natürlich in einem guten deutschen Imbiss nun mal anfällt. So, mal so ein Tagesablauf. Ich stelle dir die Fragen, du sagst mir mal, was du so durchschnittlich dann immer am Tag isst. Frühstück. Gut, Tagesablauf, Frühstück, ja. Eigentlich schon mal gar nicht. Eigentlich ein Kaffee und eine Zigarette. Okay, wann wird die erste Mahlzeit eingenommen? Gegen Mittag. Und gegen Mittag erst. So knapp, ja. Und was wird da so? Das schicke ich dann einen von meinen Mitarbeitern los, weil ich bin selbstständig. Was machst du? Ich habe eine kleine Geschenkartikelfirma in Osterholz. Ah ja. In Norddeutschland. Okay. So, und da schicke ich dann Mitarbeiter los zum nächsten Imbiss. Und der soll dann halt was Deftiges holen. Ja. Wie viel holt der denn dann für dich? Große Portion Pommes, Currywurst, eigentlich Standardgericht. Ja. Ja, wobei das eine Portion Pommes und Currywurst wäre ja noch okay. Ja gut, große Portion. Große Portion und jeden Tag. So, nachmittags. Sagen wir mal jeden zweiten Tag. Was wird nachmittags gegessen? Nachmittags, da lasse ich mir dann vom Konditor irgendwas Süßes bringen. Also da wird ordentlich Süßes... Vom Ortsansässigen. Ordentlich Süßes reingeschaufelt? Eigentlich schon, ja. Pralinen, Kuchen? Mehr Kuchen. Pralinen bin ich überhaupt kein Fan von, nein. So, und abends? Abends eigentlich ja relativ wenig, sage ich mal. Alles, ja, was muss ja schon der Kühlschrank und die Tiefkühltruhe zu bieten hat. Ja, was relativ wenig für dich ist, ist wahrscheinlich für mich dann eine Riesenmenge, wenn du das so sagst. Immerhin musst du ja auf die 200... Auf jeden Fall, ja. Also ich sag mal, wenn du Familie hast, dann kannst du die ganze Familie von meiner Portion ernähren. Doch. Ja, aber du hast keine Familie, du bist... Ich bin Single, ja. Du bist Single. Wie sieht es mit der Gesundheit aus? Ja, das ist, wie gesagt, ich habe jetzt Diabetes 2. Nee, hast du noch nicht gesagt. Du hast Diabetes? Ich habe Diabetes 2, ja. Diabetes 2 ist schon die schlimmere Variante, ne? Richtig. Mhm. Also sage ich jetzt mal die schlimmste Variante. Es gibt ja zwei verschiedene Diabetes-Typen. Genau, 1 und 2. Und ich habe jetzt Diabetes 2. Ich habe eine kaputte Gelenke und meine Bandscheibe, die tut es nicht mehr. Wie alt willst du werden? Ja, wie alt möchte ich werden? Ja, ich die Frage ist jetzt sehr berechtigt, ne? Ich hab's, ja, richtig. Ich hab's mit mehreren Diäten probiert, aber nicht schlicht an. Ist nicht die Antwort auf meine Frage. Wie alt willst du werden? 29. Nee, wie alt du werden möchtest? Wie alt ich werden möchte, ja. Mhm. Bist ein junger Kerl. Eigentlich müsste jetzt eine Antwort kommen. Na, sag mal. 70. 70. Wirst du nicht? Wirst du nicht? Wäre für mich ausreichend, ja. Mit 70 liegst du lange unter der Erde. Da gehe ich von aus, ja. Wenn ich so weitermache, Wenn du so weitermachst, ja. Wenn du Diabetes 2 hast und so viel Sachen in dich reinstopfst, einschließlich den ganzen süßen Sachen. Ja. Und deine Gelenke auch noch kaputt sind, das, was mehr eine schmerzhafte Sache ist und nicht so sehr dein Leben bedroht. Hinzu könnten natürlich irgendwann auch Herz-Kreislauf-Probleme kommen. Richtig. Wann hast du die Diagnose bekommen mit Diabetes? Vor 3 Wochen. Vor 3 Wochen. Hat dich das nicht kolossal wachgeschüttelt? Das hat mich umgehauen. Also ehrlich gesagt, das hat mich umgehauen. Ja. Aber wie soll ich es rückgängig machen? Ich kann es nicht rückgängig machen. Nein, spätestens müsstest du jetzt. Ich meine, jetzt hast du vielleicht die Chance noch. Ich weiß nicht, wie fortgeschritten die Diabetes ist. Diabetes 2. Ja, wie lange du das schon hattest, ohne es zu wissen, zum Beispiel. Richtig, das weiß ich selber nicht. Ja, ich bin ja vor 3 Wochen erst selber zum Arzt hingewiesen. Eigentlich müsste jetzt unter ärztlicher Aufsicht eine radikale Veränderung deines Lebens eintreten. Ich habe auch einen Diätplan von meinem Arzt bekommen, aber... Du kannst es nicht. Der Wille ist nicht da. Der Wille ich könnte es vielleicht schon, aber ich denke mal, der Wille ist nicht da. Und dir vor Augen zu halten, dass du über kurz oder lang ein sehr, sehr kranker Mensch sein wirst. Du liest mal ein bisschen... Ich werde immer kranker, das ist Tatsache, das stimmt. Lies mal, geh mal ins Netz oder wo auch immer und lies mal die Folgeerscheinung von Diabetes. Oder die... Habe ich schon. Ja, weil dann kann dir ja Angst und Bange werden. Ja, kann dir wirklich auch Angst und Bange, aber was soll ich machen? Mir schmeckt es und ich komme da ganz einfach nicht von ab. Das ist wie eine Sucht. Es
Sucht. Ja, das ist natürlich eine Sucht, das ist mir klar. Aber es gibt keine Sucht der Welt, die man nicht bekämpfen kann. Und kein Mensch kann sagen, ich schaffe das nicht. Es haben so viele Tausende, Millionen Menschen geschafft, dann wirst du es auch schaffen. Aber dafür musst du dich erstmal entscheiden dafür. Ja, bei mir ist das, denke ich mal, so, es muss erst was passieren, bevor ich wach werde. Ich finde, es ist schon was passiert. Nämlich, dass du Diabetes 2 hast. Das ist schon der absolute Warnschuss für dein Leben. Das ist es auch. Ich habe mich auch schlau gefragt via Internet und alle sonstige Quellen und so. Das ist schon heftig. Das ist sehr heftig, finde ich. Und damit ist überhaupt nicht zu spaßen. Ich kann ja mir vorstellen, dass das natürlich nicht einfach ist, wenn man so sein ganzes Leben so gelebt hat und jetzt plötzlich gesagt bekommt, du musst das verändern. Ja, ja. Ich habe meinen gesunden Appetit. Ja, deshalb glaube ich, dass in solchen Fällen das immer am besten ist, wenn man das in einer Klinik macht. Wo man sich den ganzen Tag nur damit beschäftigt, unter ärztlicher Aufsicht und mit allen Tricks, Psychotricks, die es da so gibt. Wenn du normal deinen Alltag weiterführst mit all deinen Ritualen und du so willensschwach bist, wie du es jetzt gerade geschrieben hast, schaffst du es wirklich nicht. Da gehört, und du kriegst ja sofort bei dem Krankheitsbild und bei dem Gewicht, kriegst du ja eine Kur bezahlt. Ja, ja. Das wäre, du komm mir nicht an mit deiner Selbstständigkeit und das geht alles nicht. Wenn du tot bist, dann geht's auch. Wollte ich gerade sagen. Ja, aber Otto, was ist denn das für ein Argument? Mein Gott. Ja. Was wird mit deiner Selbstständigkeit, wenn du wirklich schwer erkrankst und in eine Klinik musst? Ich habe keinen Prokuristen. Ja. Wie soll ich das machen? Das weiß ich nicht. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Es geht um deine Gesundheit und um dein Leben. Da ist alles andere gleich, neben nicht gleichgültig. Als Selbstständiger wären dann doppelte Kosten für mich. Das kann ich momentan nicht tragen. Ja. Wie wird es denn sein, wenn du aufgrund deiner Zuckererkrankung, deiner Diabetes, schwerst erkrankst und ins Krankenhaus kommst? Dann geht's auch. Dann geht's bergauf, aber dann geht's bergab mit der Firma. So. Also, hast du im Moment zwei Sachen zu lösen. Das heißt, du musst irgendwie dein Leben, dein berufliches Leben so organisieren, das weiß ich nicht wie, das greift auch den Rahmen dieser Sendung, dass du dir einen längeren Klinikaufenthalt erlauben kannst, um dein Leben zu schützen. Ja, mein Leben ist mir natürlich wichtig. So, nein, das muss dir das Allerwichtigste sein und nicht deine Firma. Richtig. So. Ja, aber... Nee, keine Ahnung. Was soll ich machen? Ich habe kein Geld. Ich muss das kann ich meine private Krankenversicherung bezahlen. Ich muss dann, wenn ich im Krankenhaus bin, meinen Prokuristen bezahlen. Mhm. Das kann ich nicht. Mhm. Otto, ich sag jetzt nochmal, dieses kann ich hier nicht mit dir erörtern. Ich sag dir nur die Prioritäten für dein Leben. Die Prioritäten für dein Leben sind deine Gesundheit. Ich meine, vielleicht gibt es ja auch Möglichkeiten, wenn du erstmal es doch vielleicht so versuchen möchtest zu Hause. Wenn du sagst, es geht definitiv nicht. Das habe ich ja schon. Das geht definitiv nicht. Warst du bei den Weight Watchers schon mal? Ja gut, da halte ich nicht viel von, aber... Warum nicht? Gut, ich kenne die nur vom Hören sagen, aber... Pass auf, Otto. Ich respektiere, wenn du sagst, meine ganze Existenz geht den Bach runter, wenn ich jetzt in eine Klinik gehe. Richtig. Dann verlange ich aber von dir die Disziplin, dass du für dich entscheidest, das alles miteinander in einen Hut zu kriegen. Ich bin ja diszipliniert. Nee, bist du nicht. Ich sag mal, für die Sache... Nee, bist du nicht. Genug. Nein, du bist null diszipliniert im Moment noch. Aber vielleicht feuert dich das an, wenn du sagst, meine Firma geht den Bach runter, wenn ich in die Klinik gehe. Also muss ich für meine Gesundheit etwas tun und nebenher arbeiten. Das ist vielleicht die härteste Zeit deines Lebens, aber da musst du dann durch. Also meine Firma ist mein Baby. So, aber dein Leben ist das Wichtigste. Richtig. Kümmere dich um dein Leben und um dein Baby. So, jetzt werde ich dir mal im Hintergrund noch ein paar Adressen geben. Ja. Zum Beispiel auch von den Weight Watchers. Okay. Auch wenn du es nicht so gut findest, aber versuchen kannst du es ja mal. Ja, du, kein Problem. Ne? Das heißt, du legst auf und wir rufen dich gleich wieder an und versorgen dich mit Anschriften. Und da musst du entscheiden. Also du bist der Herr deines Lebens. Das bin ich. Ja. Ich wünsche dir richtig viel Kraft und würde gerne von dir mal auf dem Laufenden gehalten werden. Mhm. Melden wir mal in ein paar Monaten, wie so der Stand der Dinge ist. Okay. Würde mich freuen, Otto. Alles Gute. Domian, ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss. Hier ist Karin. Karin ist 55. Hallo Karin. Hallo. Hallo. Hallo Domian. Um was geht's bei dir, Karin?
Ich bin ein Überhang von gestern. Ich bin eine Schmerzpatientin, also ja? Rheuma-Patientin, schon seit 1999. Ja. Die Krankheit wurde zunächst nicht diagnostiziert, sondern ich hatte einfach nur Muskelkater, ähnliche Schmerzen im ganzen Körper und zwar ununterbrochen und ich konnte auch nicht mehr schlafen damit und ich wusste gar nicht, was es ist. Mhm. Und durch den Schlafmangel war ich zum Schluss auch depressiv. Ich konnte also einfach überhaupt gar nicht mehr in ganzen Sätzen sprechen, ohne mitten im Satz anzufangen zu weinen. Ne? Mhm. Ein Wrack sozusagen. Wann hat man es diagnostiziert? Im Jahr 2000 bin ich zufällig zu einem Arzt gekommen, der eigentlich an seiner Tür Psychotherapie stehen hatte und der aber in der Rheumaklinik auch Rheumapatienten betreut. Mhm. Und der hat gesagt, diese Krankheit heißt Fibromyalgie, also Muskelrheumatismus. Und dann hat er auf so bestimmte Tenderpoints, also ich bin ja mittlerweile auch ein informierter Patient und weiß sehr viel und habe Bücher gelesen und bin in der Selbsthilfegruppe. Was sind Tenderpoints? Was ist das? Das sind die Druckpunkte, die der Arzt auf dem Rücken und an den verschiedenen Gelenken drückt. Das sind die Punkte, wo die Sehnen an den Knochen festgewachsen sind und die tun bei dieser Muskelüberspannung extrem weh. Ach so, so kann man lecken und das dauert auch ganz lange, bis der Schmerz nachlässt und das ist praktisch also ziemlich neu, dass man das auch. War das ein Glück für dich, dass du an diesen Mann geraten bist? Das war ein großes Glück, dass dieser Psychotherapeut gleichzeitig in der Rheumaklinik sich betätigt hat und dieses Krankheitsbild kannte. Nur ist Rheuma ja ein großes, großes Leiden, ein Volksleiden. Ja, ich bin auch in der Rheumaklinik in der Selbsthilfegruppe, wo andere Patientinnen, die die gleiche Krankheit haben, eine viel längere Odyssee durch verschiedene Arztpraxen hinter sich hatten und nicht rechtzeitig erfahren haben, was es ist. Ne? Wie sieht es denn jetzt im Moment aus? Hast du deine Beschwerden einigermaßen im Griff oder leidest du permanent unter Schmerzen? Ich leide permanent unter Schmerzen, aber ich war 6 Wochen in Bad Salzuflen auf der 7. Etage für Psychosomatische und habe da so verschiedene Strategien erlernt, wie ich zurechtkommen kann. Also wie ich den Schmerz einfach hinnehme und wie ich dann einfach viel mehr Pausen machen, Pausen machen muss. Wir erklären nochmal, der Schmerz ist in allen Gelenken am ganzen Körper. Ja, wenn du mal Skifahren warst und du hast dann abends so das Gefühl, boah, ich bin heute zu viel Slalom gefahren. Ja, ne? Ja. Und dann rappelst du dich aber auf und bist irgendwie innerlich von Herzen froh und gehst trotzdem zum Après-Ski. Ja. Hast aber überall Schmerzen. Ja, ja. So fühlt sich das einfach dauernd an. Jetzt warst du in einer psychosomatischen Abteilung einer Rheumaklinik. Genau. Mit welchem jetzt endgültigen Erfolg oder Resultat? Kein Erfolg. Kein Erfolg. Also es ist schlimmer als je zuvor. Aha. Aber ich gehe ja nicht mehr in die Firma. Ich habe ja jetzt 30% vom Versorgungsamt Behinderung anerkannt gekriegt. Ja. Das berechtigt mich nicht zum Empfang einer Frührente, wäre auch überhaupt nicht in meinem Sinne. Ich möchte nicht mit 55 jetzt gar nichts mehr machen. Ich bin jetzt Grafikerin und bin einfach zu Hause und mache einfach tierisch oft Pause. Mhm. Auf dem harten Fußboden und mache dann diese erlernten Entspannungstechniken und schlaf einfach mal. Nimmst du denn auch Medikamente und Tabletten ein? Nicht mehr. Die haben zu viele Nebenwirkungen. Schmerzmittel Ibuprofen, was bestimmt viele Menschen, die jetzt zuhören, auch selber kennen, das hat Nebenwirkungen, das macht den Magen von innen kaputt, das macht die Därme von innen kaputt, das macht also auch mittlerweile Schmerzen. Und das ist ja schon sehr erstaunlich. Das heißt, du bist eine schwer rheumakranke Frau und hast ganz auf die Medikamente verzichtet. Ja, auch das Amitriptylin habe ich abgesetzt. Das war gegen die Depressionen. Amitriptylin war also das, wovon ich richtig 5 Jahre lang abhängig war. Das musste ich jeden Abend mir eintröpfeln. Aber dann heißt es doch, dann würde es für mich als Laie bedeuten, dass du wirklich unter sehr großen Schmerzen immer leidest. Ja. Und das hältst du dann, bist du bereit dann so zu ertragen und auszuhalten? Ja, also ich möchte lieber bewusster sein und dann im Chor mitsingen, was ich ja während der Medikamenteneinnahme nicht mehr konnte. Ich konnte nicht mehr im Chor mitsingen. Wer große Schmerzen hat, kann nicht schlafen. Wie ist es bei dir? Ja, das war so. Am Anfang war ich ja deswegen auch im Verdacht, dass ich verrückt wäre, ja, weil ich immer nur geweint habe. Mhm. Nein, ich meine jetzt. Wie ist es denn jetzt im Moment? Im Moment habe ich mich einfach bis auf die Freundinnen, mit denen ich zusammen bete, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt über einen Sender zugeben darf.
Ist ja keine Schande zu beten. Wir singen und beten zusammen und diese halbe Stunde, die macht immer jedes Mal so einen Effekt, als ob ich mich jetzt ein bisschen beruhige. Und diese Namen für die Krankheit, die gab es ja früher nicht. Die Frage war noch nicht klar beantwortet. Die Frage war für mich, wenn jemand immer so Schmerzen hat, wie du jetzt im Moment, nachdem du alle Medikamente abgesetzt hast, wie sind die Nächte? Kannst du schlafen? Ja, ganz kurz, ne? Ich warte, bis deine Sendung zu Ende ist, dann schlafe ich. Ja? Dann wache ich, also im Sommer, wenn der Balkon hier offen ist und die Vögel singen, dann wache ich mit den Vögeln zusammen auf und setze mich an den Schreibtisch und mache weiter meine grafischen Arbeiten. Ja. Und das wenn geht, du kannst. Wenn der Schmerz zu groß wird, dann lege ich mich wieder lang hin. Hast du denn dann immer so kurze Phasen, ne? Kennst du andere rheumaerkrankte Menschen, die das auch so machen wie du? Nee, habe ich für mich ganz alleine rausgefunden. Einfach nicht mehr von mir selber zu verlangen, dass ich einen Wecker stelle, der mich zu einer bestimmten Uhrzeit zum Arbeiten auffordert, sondern ich habe so viel Freude an meiner Arbeit, dass ich die unbedingt machen will, egal wie schlecht es mir geht. Ich habe mir was gebaut, wo ich meinen Schädel drauflege, dann gucke ich durch die Lupe auf meine Arbeit und mache einfach weiter, trotz der Schmerzen. Ich meinte es auch in der Hinsicht, ob du jemanden kennst, der auch so radikal gesagt hat, ich setze alle Medikamente ab und setze mich den Schmerzen aus und versuche ein normales Leben zu führen. Kennst du so Leute? Nee, also in der Selbsthilfegruppe, die sind alle eigentlich auf einem ganz anderen Trip. Die versuchen jetzt diese neuen Rheuma-Medikamente zu bekommen, die so 30.000 Euro im Jahr kosten. Die will ich alle nicht haben, diese Rheuma-Medikamente brauche ich nicht. Also du bist der Medikamente satt? Du hast keine. Ja, ich habe die Nebenwirkungen satt. Ich will nicht mehr so beeinträchtigt und wenn es jetzt aber ein Medikament, das kann ich verstehen. Wenn es jetzt ein Medikament gäbe, nehmen wir mal an, das nicht diese üblen Nebenwirkungen hätte, aber die den Schmerz nehme, würdest du so ein Medikament dann doch verlangen? Ja, wenn es das gäbe, das wäre natürlich wunderbar. Also ich finde es erstaunlich, Karin, was du da machst und wünsche dir wirklich alles Gelingen der Welt, dass das weiter so geht, weil ich versuche es mir ein bisschen vorzustellen und kann es mir nicht vorstellen, weil ich mir das furchtbar denke, ständig überall Schmerzen zu haben. Ja, ich bin vorhin zum Briefkasten geschlichen, weil ich noch, bevor der Briefkasten geleert wird, meinen erledigten Auftrag einwerfen wollte. Ja. Und den Rückweg habe ich fast nicht geschafft. Ja. Da bin ich in Gänsefüßchen, also die Kinder machen ja manchmal so Gänsefüßchen, ganz kleine Schritte, so bin ich nach Hause geschlichen. Und jetzt bin ich wieder hier. Jetzt bist du wieder da. Wir haben miteinander sprechen können. Ja. Liebe Karin. Also ich will auch andere immer ermutigen, dass es mal probieren ohne. Auch die Anna, die ganz am Anfang von der Sendung war, mal probieren ohne Alkohol. Ja. Vielleicht ist das Weinen ja auch gut. Oder vielleicht ist das in einen Verband für alleinerziehende Mütter und Väter zu gehen. Oder in eine Selbsthilfegruppe oder in einen Chor. Immer ein guter Tipp. Aber zu Menschen hinzugehen, definitiv. Und nicht diese Drogen. Also, zu Menschen gehen, um mit Menschen etwas machen, ist immer irgendwas richtig. Liebe Karin, alles Gute. Ich drücke die Daumen, dass es dir weiter, dass es weiter so schaffst und vor allen Dingen, dass es dir besser geht. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ja, ich wünsche dir auch, dass du es weiter schaffst. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Hier ist André. André ist 16. Hallo André. Grüß dich, Domian. Ja, hallo. Mensch, wie läuft's? Schön, dass du da bist. Ja, freue mich auch. Und was geht's bei dir? Pass auf, und zwar, ich bin 16, ich habe vor 2 Monaten einen Autounfall gemacht. Mit dem Auto von meinen Eltern. Das heißt, das hast du heimlich genommen? Heimlich genommen, kam von der Party und habe mir gedacht, Mensch, setze dich nochmal ein bisschen rein, weil ich hab das schon öfters gemacht. Ja. So, setz mich rein und fahr los. So, dann bin ich auf eine Kreuzung gekommen und da ist vor mir ein Auto gefahren. Und das war echt, also mein Kumpel, der saß nebenan. Und dieses Auto, es war zwar grün, aber das Auto hat dann direkt auf der Kreuzung, hat das eine Vollbremse gemacht. Wahrscheinlich haben sie das nur so aus Spaß so gemacht und ich bin direkt hinten drauf gewesen. Und da habe ich nur noch so, ich kann dir das gar nicht sagen. Wieso sagst du, es war zwar grün, aber es hat eine Vollbremse gemacht? Ja, aber es war ja alles leer. Ne? Und da die haben auch vorher schon, die sind ja schon eine ganze Weile vor mir. Ach so, es war grün in der Ampel. Ich dachte, das Auto war grün, habe ich jetzt nicht verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Pass auf, und dann, dieses Auto hat vor mir immer schon so ein paar Spirenzchen gemacht, weil die haben wohl gesehen, wir auch 2 Jugendliche. Ja. So, und dann sind wir gefahren und dann hat dieses Auto eine Vollbremsung gemacht. Ja. Und ich war ziemlich schnell, ich kann dir nicht genau sagen, wie schnell ich gewesen bin. Und dann habe ich echt
nur noch, ich habe, als wenn ich, wie ein Tunnelblick, weißt du, wie ich das, verstehst du, wie ich das meine? Als wie schwarz-weiß. Ich habe nur noch gesehen, dieses Licht, und dann war bei mir voll der Pull im Blackout. Und ich bin auch nicht vorm Gas gegangen. Ich weiß auch nicht, warum. Also das hat mein Kumpel mir... du bist volle Kanne draufgebrettet. Volle Kanne draufgefahren. Mein Kumpel Birko, der sagt nur noch, weich, sagt er, weich. Und ich bin voll draufgeknallt. Volle Pulle. Also schlimmer Unfall. Ja, und das ist... Da, du wirst wie schlimm war der Unfall? Ja, das war also uns ist nichts passiert, aber dieses Beifahrer, dieses Mädchen, das waren zwei Zigeunerinnen und die ist mit dem Kopf, die Beifahrer, also die Fahrerin nicht, die Beifahrerin, die ist mit dem Kopf, also da hat wohl so einen Druck gegeben, dass sie mit diesem Kopf, die hat so volle Pulle vorne gegengeschlagen und dann wieder zurückgefedert. Das heißt, das Mädel war stark schwer verletzt? Absolut, die ist jetzt, also der Arzt, so wie dieser Befund wohl das gesagt hatte, wird die wohl steif im Kopf sein, also hier in der Wirbel oder so, also oben am Hals. Was ja jetzt sehr. Weiß ich ja, ich hoffe es. Also ich weiß es nicht, ob es zurückgeht, aber ich hoffe es ja. Hast du sie denn mal besucht? Im Krankenhaus? Nee, noch nicht besucht, noch gar nicht. So, was ist denn jetzt? Ich meine, du bist 16 Jahre, hast, obwohl du es nicht darfst, ein Auto benutzt, hast einen schweren Unfall gebaut, da ist ein Mensch schwer verletzt. Ja. Was ist jetzt aus dir geworden, aus der ganzen Sache? Was haben sie mit dir gemacht? Noch, ich habe ja erst die Fahndung. Ja, das ist es ja. Ja, und was sagen deine Eltern? Nein, die sind natürlich durchgedreht, ne? Und was denkst du zu dem Vorfall? Ja, absolut scheiße. Absolut. Aber man kann ja, eigentlich kann ich erfahren, aber das ist, wie gesagt, da fehlt einem echt die Erfahrung. Ne? Ja, welcher Teufel hat dich denn geritten? Ich weiß es nicht. Als wenn, ich kann das nicht sagen, das ist irgendwie wie eine Sucht gewesen. Dieses Autofahren, das ist echt, das wird so, also ist für mich so wie eine Sucht. Ich also, muss einfach Auto fahren. Das, ja, kann ich ja verstehen. Kann ich verstehen. Wirklich? Kannst du das wirklich verstehen? Ja, ich kann es total verstehen, weil ich, als ich 16 war, auch wie irre scharf drauf war, Auto zu fahren. Ja. Und bin mit meinem Papa immer auf so Plätze gefahren, wo wir dann auch, also nicht auf der Straße, sondern das waren so Schützenplätze oder so größere Rangierplätze, wo ich dann auch Auto fahren durfte. Kann ich gut verstehen. Haben wir bei uns auch hier. Das ist auch bei uns, da bin ich immer mit meinem großen Bruder zusammen gefahren. Ja. Durch den Imweg, dass es so ein riesengroßer Platz ist. So, aber der Spaß und die Sucht und alles und ist jetzt... Dann hat das irgendwo, ich meine, es hat trotzdem Spaß gemacht, aber ich habe irgendwo gedacht, Mensch, ich brauche diesen Kick. Ja. Und dann bin ich durch... Ist natürlich ein fulminanter Fehler gewesen, ist ja klar. Na klar. Aber was für ein Fehler? Vor allen Dingen, das richtig Schlimme daran ist ja, dass der Mensch zu Schade gekommen ist. Das gekommen. Ist das, was mich echt die ganzen Nächte, die Letter, das geht mir jeden Tag durch den Kopf. Ehrlich, jeden Tag. Absolut. Das ist ich meine, du hast jetzt wirklich richtig Scheiße gebaut. Ja, natürlich richtig Scheiße. Deswegen. Da wirst du jetzt erstmal für büßen müssen, was auf auch richtig, jeden Fall was auch richtig ist. Volle Pulle dazu. So, ganz aber eine gute Geste wäre ja auch mal, wenn du schon nicht hingehst, dass du dem Mädchen, du wirst ja wissen, in welchem Krankenhaus die liegt, zumindest mal Strauß Blumen schickst und einen Brief dabei oder irgendwas. Alter, aber ich weiß auch nicht. Ja, das kann man, ja. Hingehen würde ich nicht, das ist zu direkt. Vielleicht möchte die das gar nicht. Mhm. Aber einen Strauß Blumen und sich vielleicht entschuldigen und einfach mal ein paar Worte dazu schreiben, das finde ich gut. Vielleicht sogar mit einer Telefonnummer, wenn sie mit dir Kontakt haben will, dass sie dich mal zurückruft. Aber dass du zumindest mal auch dein Bedauern zeigst, das finde ich schon gut. Das ist auch irgendwo mal so komisch, so, wenn man das dann so sieht, ne? Wie war die Situation denn dann? Du warst draufgebrettert? Ich bin voll draufgeknallt und dann ist erstmal alles Funkstille gewesen. Ja. Absolut. Dann habe ich nur noch gesehen, dass die Fahrerin ausgestiegen ist und ist vom Auto einfach weggegangen. Ja. So ein paar Meter rausgegangen halt. Ja. Und diese Fahrerin, also die Beifahrerin, die saß da immer noch. Ja. Und da habe ich echt, dann hat diese Fahrerin, wenn dann zu die Polizei angerufen und ich habe echt die ganze Zeit in dem Wagen gesessen. Ja. Das war wie so ein, wie kann ich dir gar nicht erklären, ich war einfach gefesselt. Das war wie als wenn so ein... Der Schock. Kleines grünes Männchen im Kopf, der sagt, du bleibst jetzt hier sitzen. Also ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist, ich weiß nicht, ob du mich jetzt so verrückt hältst, ist nicht so schlimm, aber... Und dein Mitfahrer, der war auch unverletzt? Ja, der ist auch unverletzt. Ja. Was hat die Polizei dann an dem Abend noch mit dir gemacht? Haben erstmal die abschleppt für die Autos und dann haben sie mich erstmal gleich mitgenommen auf Revier und dann haben sie mich da erstmal verhört und Personalien aufgenommen und alles und dann haben sie mich gleich nach Hause gebracht. Ne? Bist du Einzelkind? Nee, ich habe noch zwei Brüder. Was haben denn spontan deine Eltern gesagt? Die haben erstmal gar nicht groß mit mir mehr geredet. Weil das war einfach, wie, als wenn ich habe mich richtig geschämt. Und wie ist die Stimmung jetzt zu Hause? Absolut daneben, ne? Ja. Das ist ja klar, das Auto ist, ich meine, das Auto spielt keine Rolle, das ist nicht das Problem, aber die wissen ja auch, was los ist. Ja. Ja. Nur wie gesagt, da weiß ich meine, ich muss da natürlich jetzt abwarten, wie das da läuft, ne? Aber wie gesagt, das ist das, was mir echt im Kopf, das geht. Kann ich dir gar nicht beschreiben. Ja, das ist eine Sache, die hast du eingebrockt und dann musst du jetzt mit leben. Ja, aber dieses so wie mit diesem Autofahren. Du willst Autofahren und dann, es reicht dir dann nicht nur Autofahren. Also du
das ist wie eine Sucht, verstehst du? Aber ich meine, du bist 16 Jahre alt und hast ja so einen großen Fehler gemacht. Ja. Da kannst du ja auch wirklich was für dich raus lernen, für die Zukunft. Mhm. Dass du gewisse Sachen einfach dich auch mehr in den Griff kriegen musst. Mhm. Das ist ja immer, habe ich gerade schon mal gesagt, immer wenn man so einen schlimmen Fehler gemacht hat, dass man irgendwas da was Positives noch rausziehen kann. Ja, natürlich, das werde ich so, jetzt. Und deswegen habe ich ja auch bei dir angerufen, ja, um dass ich da mal meine Sache erzählen kann und auch, weil es gibt bestimmt noch ein paar, die genauso drauf sind wie ich. Ja. Genauso drauf sind. Ach, und ich will unbedingt, deswegen war mir eigentlich so wichtig, bei dir in der Sendung reinzukommen, dass ich denen unbedingt sagen soll, es geht 99 Mal gut, aber es beim 100. Mal dann passiert es. Und echt, das ist absolut, weil das ist einfach was nicht geht. Ja. So, jetzt versprichst du mir, dass du irgendwas dem Mädchen schickst ins Krankenhaus, irgendwas Nettes, irgendeine Aufmerksamkeit. Ja, ich werde dir da mal so einen Buhl hinschicken oder so, dann kriegst du da einen Buhl, das ist auf jeden Fall richtig. Das kann auf jeden Fall nicht schaden und ist eine nette Geste, finde ich. Meinst du? Ja, definitiv. Ja, ist auf jeden Fall, irgendwas muss ich da machen. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn sie dann sagt, so dieses Abstoßen, weißt du? Du sollst ja auch nicht hingehen, du sollst es ja nicht. Nein, aber wenn sie allgemein, wenn ich dann merke, diese Mensch will den Kontakt nicht mehr haben. Okay, dann ist es auch okay, aber du hast es zumindest versucht. Du hast es zumindest versucht und es ist einfach ein nettes, sympathisches Zeichen von dir, dass es dir leid tut und dass du was Gutes da zeigen möchtest. So, mein Lieber. Du, mein Lieber, ich André. Bedanke mich und ich kann nur noch mal sagen, lass die Finger von den Autos, Jungs. Das ist absolut. Ja. Du lachst, aber ich sag denen das nur, weil das ist echt. Ja. Vorbei. Ja. So, Domian, ich wünsche dir auf jeden Fall, ich bedanke mich erstmal bei ja, dir. Ja, ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute und auf jeden Fall noch viel Glück in deiner Sendung. Dankeschön. Du machst das echt klasse. Sehr nett von dir. Und hier die Anna vorher, ne, mit den Alkohol und mit den Drogen, ne, ja, auch da Finger von lassen. Alles klar. Alles das gleiche, Domian. Mein Lieber, mach's gut. Das war der André und wir machen weiter mit der Anke. Anke ist 47. Guten Morgen, Anke. Morgen, Domian. Hallo, Anke. Was geht's bei dir? Es ist jetzt dieses Wochenende, 7 Wochen her, dass mein Mann mich verlassen hat. 7 Wochen? Ja. 7 Wochen, dass der Mann dich verlassen hat? Ja. Und wie lange wart ihr verheiratet? 25 Jahre. Und 31 Jahre sind wir zusammen. Wir sind also Samstag von Sonntag auf die Nacht von der Feier gekommen. Da hat er nur gesagt, setz dich. Ich muss mit dir reden. Und da war so circa 1:30. Und dann hat er einfach nur gesagt, ich ziehe aus, ich habe eine andere. Und eine Viertelstunde später war er weg. Ach, ich ziehe aus, ich habe eine andere und er war weg. Ja. Weißt du inzwischen, wie lange er die andere schon hatte? 2000 hat er sie kennengelernt und seit 2 Jahren hat er eine feste Beziehung mit ihr. Das heißt 2 Jahre Betrug, Lug und Betrug. Ja. Feste Beziehung. Das hat er dir dann so gestanden, später? Ja, ich habe nachgefragt. Also in der Nacht ist er ja gleich abgehauen, das habe ich gerade schon kapiert. Ja. Habt ihr euch denn danach dann noch öfter gesehen? Wir haben ein Haus, wo auch einiges zu machen ist, wo ich also auch gesagt habe, da muss er mich halt unterstützen. Mhm. 2-3 Mal haben wir uns gesehen. Und hat er denn dann, musstest du sehr bohren oder hat er von sich aus gesprochen? Nee, ich muss bohren. Mhm. Er hat die Beziehung abgehakt, wie er gesagt hat, seit 1999. Boah, seit 1999 hat er dich abgehakt. Ja. Und bleibt mit dir bis zum Jahr 2006 zusammen. Was für eine feige Socke. Ja. Muss ich so sagen. Ich denke, oder das Einzige, was ich mir erklären kann, dass jetzt für ihn der Zeitpunkt war, wir haben 2 Kinder, 2 Söhne, die jetzt beide im August eine Ausbildung angefangen haben. Mhm. Und dass er vielleicht sich gedacht hat, Mensch, die sind versorgt, jetzt kann ich gehen. Das ist mal die nette Interpretation. Ich weiß es nicht. Eine andere Interpretation habe ich einfach nicht. Ich würde mal sagen Feigheit. Es lässt sich gut bisweilen auf 2 Hochzeiten tanzen. Wenn man sich auch vielleicht noch nicht so ganz sicher ist. Kennst du die Frau? Nein. Nee. Hm. Wie war denn eure Ehe in den letzten Jahren? Ja, ich sag mal, da war der Alltag drin, ne? Ich sag, beide berufstätig, mein Mann macht Schichtdienst. Ich bin auch berufstätig, immer von Anfang an gewesen, habe einfach nur den Erziehungsurlaub mitgemacht. 2 Kinder,
der Älteste ist auch nicht ganz einfach, wo ich so eben gehört habe, der vorher mit dir gesprochen hat. Der hat halt auch vor 2 Jahren betrunken mein Auto zersägt. Also den üblichen Alltag hattet ihr? Ja. Jetzt abgesehen von dem Schock und der Verletzung. Man ist natürlich immer verletzt, wenn man sowas erfährt als Partner. Vermisst du ihn sehr? Ja. Ja. Weil es einfach für mich ein unheimlich zuverlässiger Mensch war. Also weil eben in dieser Ehe auch eine enge freundschaftliche Verbindung gewachsen ist. Ja, also ich sag mal, das ist ein Mensch, für den habe ich die Hand ins Feuer gelegt. Umso erschreckender ist dann, wenn man das erfährt, ne? Ja. Wie gehst du denn so damit um in den letzten Wochen? Bist du sehr zurückgezogen? Bist du sehr finster? Bist du sehr in dich gekehrt? Weinst du viel? Jeden Abend. Die ersten Tage weiß ich gar nicht, was ich da gemacht habe. Dann habe ich erkannt, so geht das nicht weiter. Bin zu einem Psychologen gegangen. Hab dann die nächsten Tage eigentlich nur unter Valium gestanden, nur um zur Ruhe zu kommen, weil ich nicht schlafen konnte und es drehte sich halt alles im Kreis, ne? Das habe ich aber nach ein paar Tagen abgesetzt, weil da kam die Geburt des ersten Enkelkindes. Ach so, also ein gutes Ereignis, ein schönes Ereignis, was ein bisschen Trost gegeben hat. Tja, aber ich habe es alleine durchgestanden, ne? Was sagen denn die Kinder zu der Sache? Ich denke, mein ältester Sohn ist ein bisschen wie ich. Ich habe vielleicht auch den Fehler gemacht, dass ich nicht viel angesprochen habe oder wenn ich was angesprochen habe in der Beziehung, einfach so aufgelaufen bin. Der Jüngste hat die ersten Wochen keinen Kontakt mit seinem Vater gehabt. Wie alt ist der Jüngste jetzt? Der ist 18 geworden. 18. Wo ich jetzt auch wirklich Probleme habe. Die haben wieder Kontakt. Ich meine, da habe ich kein Problem mit. Aber wie gesagt, ja, ich will aus dem Haus raus und suche eine Wohnung. Ja. Und mein Mann hat dann dem jüngsten Sohn angeboten, der also mit mir ziehen wollte. Ja. Das wäre ja Quatsch, mit der Mama wegzuziehen. Wir können sich ja eine eigene Wohnung nehmen und Papa wird bezahlen. Und ja. Also hast du das Gefühl, dass er euch auseinander dividiert? Ich habe einfach das Gefühl, ohne Abnabelungsphase habe ich innerhalb von wenigen Wochen die Familie verloren. Ja, alle verloren. Lebt er mit dieser neuen Frau? Ja. Bei dir, also mit dir zusammen schon? Ja. Und auch noch in deiner Umgebung? Nein, der ist in eine andere Stadt gezogen. Was ja schon mal ganz gut ist. Das heißt, du läufst dem nicht über den Weg. Nee, aber ich denke mal, wir müssen uns auseinandersetzen. Wie gesagt, Haus gebaut, muss verkauft werden. Das heißt, da kommen noch viele Konfrontationen mit ihm. Viele Gespräche, was ja vielleicht irgendwie auch ganz gut ist. Wie ist denn die Stimmung, wenn ihr euch seht? Ist die sehr angespannt? Also streitet ihr auch, oder? Also ich versuche mich schon zurückzunehmen. Gelingt natürlich nicht in allen Bereichen. Da kommen natürlich auch Sticheleien und dann gibt, ja, ich denke mal, ist typisch ein Wort das andere und dann wird es halt nicht sehr erfreulich. Und dann gibt es wieder Telefonate, wo man vernünftig miteinander umgehen kann. Ne? Ja. Aber es ist halt so für mich der Zeitpunkt, ich weiß nicht, wo ich stehe. Ja, verstehe ich. Kann ich gut verstehen. Das hättest du auch nie im Leben erwartet.